Der Renndirektor Walter Hofer, du hast gesagt, du freust dich auf das Interview, was wir in Planitzer führen werden. So, jetzt ist die Saison so gut wie vorbei und eigentlich müsste sich Walter Hofer auch freuen, weil es war doch wohl keine schlechte Saison, oder? Na, ich würde sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir nach den letzten beiden Saisonen noch einmal was drauflegen können. Es war eine Top-Saison. Ja. Aus verschiedenen Richtungen, wenn ich nur denke, dass wir 11 verschiedene Sieger hatten und Publikumszulauf wie noch nie, sowohl vor Ort als auch vor dem Fernsehschirm. Und na, sind wir schon zufrieden. Es ist ja so, Belastungen sind immer ein zweischneidiges Schwert. Wir haben schon mal drüber gesprochen, aber meine Güte, Freitag Oslo, Sonnabend Oslo, Sonntag und dann durch Skifliegen. Es muss doch an die Substanz gehen, bei den Athleten und auch bei den Offiziellen. Naja, ich glaube, es ist schon auch so aufgebaut, dass der eine oder andere mal eine Auszeit nimmt. Das ist klar bei so einem engen Kalender. Und nicht immer ist jeder in Topform und wird einmal eine Auszeit nehmen. Also der Kalenderplan ist nicht aufgebaut, sodass alle bei jedem Wettkampf teilnehmen, das ist klar. Damit müssen wir rechnen. Aber ansonsten wollen wir auch keinen dieser Orte auslassen. Wenn man den Kalender durchgeht, dann wird man sehr wenig finden, was man streichen würde. Vor Jahren haben Athleten gesagt, oh, 2 Skifliegen in der Saison, das ist aber wirklich genug, das geht an die Substanz, jetzt sind wir bei 4. Das heißt also, sind die Athleten einfach stabiler geworden, sind sie besser trainiert oder wie? Würde ich sagen, beides ist der Fall. Viel trägt dazu bei die Großschanzenwettkämpfe im Sommer, das Training im Sommer. Sie sind natürlich getrimmt auf diese Wettkampfanlagen und natürlich sind sie technisch exzellent, sie nutzen jede Nuance der Luftkräfte aus und man sieht es ja. Und man sieht ja, wie dicht es vorne ist, wenn es so viele Sieger gibt und so viele Platzierte, heißt das, dass die Dichte sehr groß ist. Und die Nationen, nachdem wir in den letzten paar Jahren ja nicht groß was geändert haben, haben einfach auch aufgeholt. Und da sind auch nur ein paar Nationen, die ante Portas stehen. Ich glaube, das ist ganz interessant. Dennoch, Walter, wir haben die Norweger, die Polen, die Deutschen. Da machen wir einen Strich. Dann haben wir vielleicht auf Augenhöhe im Moment die Österreicher, die Slowenen und die Japaner. Wieder einen Strich. Und die Nationen, die da unten sind, die haben keinen Boden gut gemacht. Ganz im Gegenteil. Denk an die Finnen und so weiter. Bereitet dir das ein bisschen Kopfschmerzen? Nein, weil es muss diese Abstufung geben, weil du einfach eine Saison hast, wo du in einer Welle drinnen bist. Eine andere Saison bist du nicht in der Welle. Es sind die Athleten aber immer noch die gleichen. Man sieht jetzt bei den Österreichern im Vergleich zu anderen Nationen, die ja mal nicht immer vorn dabei waren. Die Finnen sind natürlich als Traditionsmannschaft, die fehlen uns, genauso wie die Tschechen. Aber da bin ich zuversichtlich, dass das in kürzester Zeit wieder aufgeholt werden kann. Und die Japaner haben auch eine sehr inhomogene Mannschaft eigentlich. Die werden auch etwas Neues machen. Ja. Und es ist nach Olympia, das heißt, es wird sowieso in allen Bereichen, auch im organisatorischen Bereich, einige Wechsel geben. Walter, letzte Frage. Bei einer Bemerkung von dir, die hast du in Oslo gemacht, habe ich die Ohren gespitzt. Sprich, die Frauen gehen auf größere Schanzen und die Frauen werden öfters mit den Männern springen. Richtig? Richtig interpretiert? Das ist das, was wir uns wünschen, die für den Sprungsport verantwortlich sind. Wir müssen mit diesen Vorschlägen aber noch beim FIS-Vorstand durchkommen, das ist klar. Aber die Idee ist, Synergien zu schaffen zwischen den beiden Geschlechtern, weil wir einfach uns gegenseitig auch helfen in der Richtung, organisatorisch, denken wir nur einmal an den Wirtschaftlich auch? Auch wirtschaftlich, klar. Und das heißt, wir machen es nicht so, dass wir uns einander annähern, sondern die Herren bleiben dort, wo sie sind und wir werden die Damen in unsere Richtung bewegen, hier und da, nicht immer. Aber das ist zumindest einmal der erste Schritt, um gemeinsame Ressourcen zu nutzen. Man kann es auch so formulieren, die Herren helfen den Damen ein wenig und die Absagen für die Damen werden vielleicht weniger werden. Man wird seitens der Veranstalter dann auch sagen, okay, nein, die sind gleichberechtigt. Na, die sind gleichberechtigt und wir versuchen nur logistisch und organisatorisch zu bündeln und das werden wir im Sommer schon ausprobieren.
Und dann schauen wir, wie wir damit umgehen können. Steht anatomisch irgendwo geschrieben, dass die Frauen, sagen wir mal, auf den großen Schanzen Nachteile gegenüber den Männern hätten? Es ist natürlich so, dass wir die Damendisziplin in den letzten 10 Jahren entwickeln mussten. Es waren immer schon Spitzenathletinnen da, aber die Gruppe, die war noch sehr inhomogen. Jetzt haben wir aber 10 Jahre hinter uns, wo die Mädchen auch groß geworden sind und schon Wettkampferfahrung haben, älteres Leistungsalter haben. Also die Gruppe ist homogener, und das ist das Wichtige. Das hat nichts mit dem einzelnen Leistungspotenzial zu tun, sondern die Gruppe brauchen wir, und da haben wir eben ein bisschen warten müssen. Alles Gute bei den Plänen. Meistens hast du das, was du vorhattest, auch umgesetzt. Naja, wir. Ja, ja, ja. Alleine geht ja gar nichts. Es gibt immer jemanden, der den Federhalter in der Hand hat. Okay, alles danke, gut. Walter Hofer. Dankeschön.